Hallo, ich habe mir gerade jemanden rausgesucht für die Ugly Cheap Beauty Challenge und damit fangen wir, glaube ich, mit ihr hier an. Sie ist doch beautiful, oder? Bitte einmal speichern, damit ich sie dann gleich als Dingensie habe. Bitte ersetzen. Diese Nase, Alter. Okay. Die Emilia Sosna ist ein Teenager? Why? Aber okay. Machen wir halt wieder einen Teenager. Ja, ich bin dafür, dass wir erstmal und so Ja, ein bisschen dünnere Beine kann sie haben. Bisschen weniger Hüften, ein bisschen mehr Taille. Muss nicht so Hängetidis haben. Ja. Bisschen. Also die Challenge ist einfach nur, dass man halt den Sim so hübsch macht, wie es geht. Am besten in einer geringen Zeit. Also so schnell es irgendwie geht, am besten. Weil, naja. Ich mach mal kurz das hier weg. Könnte ein bisschen größere Ohren haben. Ja. Oh Gott, ihre Augenbrauen, Alter. Gut, dass sie direkt keine Haare hat. Das geht mich dann ein bisschen einfacher. Ich möchte ihr andere Augenbrauen geben, ehrlich gesagt. Die finde ich ganz gut. Ich glaube, ich gebe ihr nachher braune Haare. Es kann wie auch immer noch sehen, dass ich ihr braune Haare gebe. Kann ich die drehen? Ja, kann ich. Ich mache jetzt erstmal alles ein bisschen. Was konnte ich hier denn? Ach, das konnte ich drehen. Okay. Wir kriegen das alles hin. Wow, okay. Na. Anscheinend nicht. Vielleicht geht das im Detailbearbeitungsbereich. So, die kann ich erstmal. Das sieht doch schon. Weißt du, wenn man da so langsam das macht, dann geht das plötzlich schon viel besser. Sieht noch sehr pummelig aus. Geht das hier? Ja, hier kann ich das auch noch so machen. Okay, dann kann ich das auch wieder ein bisschen. Das wollte ich nicht. So ein bisschen. Hallo, ich klicke immer daneben. Was ist denn kaputt? Also, ich finde, die könnte man noch ein bisschen. Ja, ein bisschen so. Bisschen kleiner auch noch. So, vielleicht. Hier ein bisschen. Ich habe den Mund jetzt gerade kurz vergessen. Warte einen Moment. Ich möchte, dass sie hier einen normalen Mund hat. Also halbwegs. Das ist jetzt nicht der hübscheste. Nein, ich möchte einfach nur. Könnt ihr noch vielleicht ein bisschen. Wieso geht doch schon. Das erste, was ich jetzt mal kurz mache. Einen Moment. Was ist denn hier neu? Hier ist gar nichts neu. Lasst mich. Ah, egal. Ich könnte auch nochmal. Warte, mal kurz. Ich muss die Pupille ein bisschen größer machen. Das geht sonst nicht. Ich könnte ihr ein Overlay geben. Das ist. Wenn der Overlay. Oh. Titties. Als ob man alle gleichzeitig tragen kann. Also ich finde das eigentlich ganz hübsch. Oh.
Ich meine, das müssen wir auch gleich nochmal gucken mit den Haaren und so. Haben wir bei den Augen gesagt? Haare anpassen, bestenfalls so. Okay. Also ich glaube, ihr stehen eher längere Haare. Ja, also sowas vielleicht in die Richtung. Was bräun ich das bitte? Gehört noch anderes? Ombre! Ombre! Na, Gambi, wie spricht man das aus? Ah, das sieht hübsch aus. Sie hat noch so dicke. Na, das wollte ich gar nicht. Ich wollte ihre Wange. Sieht gerade ein bisschen creepy aus, ehrlich gesagt. Egal, wir retten das einfach mit Make-up und so später. Irgendwie glitschen die Haare ein bisschen mit den Haaren. Also die Haare mit den Augenbrauen. Oh. Hatte ich die eben schon? Kann das nicht sein? Oh, Kopf. Also lange Haare, also so lange Haare müssen es aussehen. Ich kann mich nie entscheiden bei Haaren. Haare sind immer sehr stressig bei mir. Ja, wenn ich mir mal so denke, so, die Haare könnten es doch auch noch sein, eventuell. Und dann sitze ich da 10 Jahre an den Haaren. Das ist ein bisschen sehr übertrieben, glaube ich. Oh, sowas ist cute. Oh, sowas. So ein bisschen heller noch. Ja, das ist doch hübsch. Das finde ich, steht ihr total. Das nehme ich. Habe ich irgendwelche Hüte oder so? Ja? Was haben wir hier noch so? Nike. Oh. Ja! Die ist auch happy. Nee, dann nehme ich das einfach. Also ich weiß jetzt schon, dass das gut ist. Typen Septum ist sie. Theoretisch. Ja. Sieht ganz gut aus, ehrlich gesagt. Das hätte ich jetzt irgendwie weniger erwartet. Also. Kann ich denn mal kurz. Egal. Alles gut. Ihr müsst nicht verstehen, was ich wollte, okay? Ist okay. Nehme ich vielleicht das hier? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht nehme ich auch das hier. Oh Gott, das ist ein bisschen sehr übertrieben. Das ist, glaube ich... What? Muss ich das jetzt mal kurz verstehen? Also jetzt nur so. Oder eigentlich nur hier ein bisschen. Nur ein bisschen, bitte! Man sieht nichts wegen dem Overlay. Das ist so extrem. Sieht man auch nicht. Kacke. Stress. Dann nimm einfach das. So, warte, wir haben hier noch Wimpern. Nein, das ist die Brille, die möchte ich nicht. Es ist doch hübsch. Guck mal, jetzt sieht sie schon viel besser aus. Das ist schon okay. Ja, ja. Ja, das gefällt mir. Mm.
Wenn ihr mein anderes Video schon gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich Blush liebe. Ich habe nämlich die Random Genetics Challenge letztens gemacht und ja. Beziehungsweise in derselben Aufnahme, aber das Video kam ein paar Tage vorher. Das macht die Lippen ein bisschen ripp, das ist nicht so gut. Das gefällt mir. Das finde ich hübsch. Girl, wir ziehen dir jetzt was an. Was haben wir denn hier so Schönes? Ich habe das hier noch nie benutzt, aber ich finde das so cool. Aber irgendwie stelle ich nicht Sims, die dazu passen. Theoretisch könnte sie halt dann sowas tragen. Wir haben ja auch halt... Schwarze. Die Puma. Das war's. Aber wir können ja nochmal weiter gucken. Das sieht auch cool aus. Ich habe so viel, was cool aussieht. Hilfe! Überhaupt kann ich mir halt auch richtig gut vorstellen. Das ist einfach so typical. So ein Girl halt, ne? So. Die halt alle so ein bisschen rumlaufen. Was nicht schlimm ist. Ja, sieht ja auch gut aus, so. Ja, muss ich das so. Was ist denn hier neu, Alter? Immer wird mir hier was als neu angezeigt. Wie im Custom-Content vielleicht. Habe ich irgendwas noch nicht angeklickt? Ich habe keinen Plan, Leute. Ich habe wirklich keinen Plan. Was ist das für eine Hose? Pink. Okay. Aha. Frag. Oh, die finde ich gut. Aha. Ja, du auch, ne? Als ob die unten durchhergeht. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Bei der schon eher. Wenn diese Schleifen nicht werden, sieht das wirklich cool aus. Möchte ich ihr solche Schuhe geben? Ich glaube nicht. Ja. Ja. Das finde ich eigentlich gut. Ja. Spinnerin und Hitzkopf, das glaube ich nicht so gut. Ja. Das ändern wir nachher noch. Guck mal, ihre Haare werden ein bisschen viel dünner. Aber oh, das finde ich so auch cute. Ich frage mich, ob der halt bei den anderen Sachen halt auch... Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ob der die anderen Outfits auch verunstaltet hat, sag ich mal. Weil machen ja auch nicht alle. Ich glaube, sie braucht nicht zwingend immer Eyeshadow. Eyeshadow hieß das so. Das habe ich nämlich letztens irgendwie verkackt, glaube ich, ne? Beziehungsweise vorhin. Das ist übertrieben. Ich glaube nicht, dass sie so ein übertrieben. Oh. Oh. Kopf direkt so. Mm. Das gefällt mir. Das Highlighter, ne? Das macht die Lippen so trocken. Das ist so. Yeah. Trockene Lippen, nix Gute. Leute, habt keine trockenen Lippen. Aha, irgendwie, die sehen so ein bisschen schmolli aus, ne? Ja, oh, die guckt so, als würde sie so, das ist süß. Also ein hübsches Kleid werden wir ja wohl für sie finden, was sie gut tragen kann. Das sieht hübsch aus. Oh.
Das ist so pretty. Why is this so pretty? Da kommen ihre Boobs zur Geltung. Hier auch. Also ich kann ruhig was tragen, halt mit Ausschnitten ein bisschen. Sieht auf jeden Fall dann gut aus. Ja. Würde wohl irgendwo noch Ausschnitt kriegen hier. Ein bisschen. Ich glaube, also ich finde nicht, dass hier so lange Kleider stehen. Ich mag allgemein so lange Kleider nur, wenn sie nicht eng sind. Also persönlich gesehen so. Das finde ich eigentlich ganz hübsch. Müsste man halt noch eine hübsche Farbe finden. Wie war das denn mit so was? Ein bisschen. Ja? Die passen da überhaupt nicht zu. Das sind halt Boots. Boots sind nicht gut. Die passen. Die passen. Die passen. Die passen. Die passen. Lalalala. Lalalala. Und dann war dann noch hier. Was haben wir noch? Ich sehe einen Typ für Oranis. Ich habe keinen Plan. Ich würde ja sagen, nein. Vor allem nicht zu so einem Kleid. Wow, das Oberteil. Also mehr sage ich dazu nicht, ne? Also, aha. Das Oberteil finde ich aber auch allgemein nice. Ja, ich will nicht die Haare. Ich möchte eher ein bisschen Wimpern geben. Zum Sport. Aber ich glaube, ich bleibe sogar bei dem Oberteil. Das finde ich hübsch. Und die Hose finde ich eigentlich auch gut, nur passt halt nicht so dazu. Sonst kann sie auch einfach so eine Hose tragen, ne? Das ist ja nicht das Problem. Also das finde ich auch ganz gut schon so. Wie schläft sie? Hat immer so einen Moment. Könnte ja einfach so ein... Oversize-Oberteil geben. Oh. Cute. Warum hat sie da andere Haare? Was hat sie sonst für Haare? Warte. Diese. Einen Moment. Wir kriegen das noch hin heute. So. Das sind andere Haare. Hier. Das sind wahrscheinlich nur Recolors gewesen, deswegen. Ja, ist kein Wunder. Ich liebe Joker übrigens. Joker sind mein Leben. Mittlerweile. Seit neuestem. Ich habe mir welche gekauft und ja. Hallo. Liebe Joker. Die glitschen in ihre Boobies. Das ist nicht so gut. Also, ich hätte es nicht so gerne, wenn Sachen in meine Boobies glitschen. Aber das steht ihr total, glaub, finde ich jetzt persönlich. Sie braucht auch irgendwie kein Make-up, glaube ich. Voll. Vielleicht ein bisschen. Für die Lippen. Jetzt nur so ein bisschen halt, ne? So dezent. Als ob das von dem Spiel auch selbst eine hat. Das ist mir nie aufgefallen. Alles klar. Aber ich mag ja auch hier wieder ihr Oberteil. Aber ich finde, sie muss nicht immer so direkt so, hier. Obwohl, also, Aha. Ja, das, ja, ich möchte, dass man ihre Dings, ihren Halsschmuck gut sieht. Weil ich mag ihren Halsschmuck sehr gerne.
Ich finde das hier übrigens super hübsch. So, nebenbei mal, haha. Oi, ja, warum nicht, ne? Also, oh, das steht hier. Und dann, Ah! Nee. Machen wir hier Röcke. Das sieht hübsch aus. Ich würde auch sogar die Schuhe lassen, tatsächlich. Ich würde tatsächlich eine Strumpfhose oder sowas drunter ziehen. Oder ich könnte ja auch gleich Overknees geben. Warte, ich habe auch solche. Die passen dazu. Schick. Haben wir hier einfach Ringe oder so. Ist doch hübsch. Ach, definitiv nicht. Geh weg damit. Aber sie könnte ruhig eine Sonnenbrille haben. Ja. So zum Schwimmen, ja, kein Problem, ne? Was dann war. I don't know. Also. Ja. Warum nicht? Aber hierzu gibt es, glaube ich, keine Unterteil. Deswegen. Ah. Das würde dazu passen. Hallo. Könnte so. Oh. Das sitzt nicht richtig. Das sitzt richtig. Ja, aber guck mal. Was ist das? Ist das richtig oder nicht? Also ich glaube nicht. Also, ich habe nie bei Number Piercings gesehen, die so sitzen. Aber wir sind fertig, glaube ich, ne? Ich würde dir gerne nur andere Sachen geben. Weil, naja. Also ich denke, sie ist ein sehr aktiver Mensch. So sieht sie aus, meiner Meinung nach. Und sie ist... totaler Bro. Oh. Oh, Posen. Hm. Juhu! Also, ich bin happy. Ich finde sie hübsch. Und... sie glitscht ihre Hand in sich rein. Ja, ne? Wenn die Hand nicht da reinglitschen würde, dann würde es geil aussehen. Vor allem, wie viele Sachen sind da denn drin, Alter? Das ist mir nie aufgefallen. Ich habe nie Bro ausgewählt in letzter Zeit. Hilfe! Aber kein Problem. Ja, Emilia ist fertig, ne? Alter, ich würde sagen, ich finde sie cool. Ich finde, mir ist das gelungen. Ich mag sie total gerne. Wirklich. Sie ist hübsch. Und sie ist nicht wie jeder andere Sim, finde ich. Also, sie unterscheidet sich von meinen anderen Sims definitiv. Und... also, soweit es halt irgendwie geht. Und ich mag sie total gerne. Ja. Mich würde es interessieren, was ihr von ihr haltet. Ob ihr sie genauso cool findet wie ich. Und ja, ich hoffe, ich habe nicht zu lange gebraucht. Ich sehe nämlich nicht, wie lange ich aufnehme. Weil nämlich. Ich mag es nicht, wenn ich zu lange brauche, okay? Das ist nämlich nicht so cool. Aber naja, ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Und bis dahin. Tschüss.